Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. Wir gehen jetzt und machen Dingenskirchen, Sternjäger Angriff. Boom. Weil ich muss den Geschütz zerstören. Muss ich nicht, aber es gibt Geld dafür. Deswegen mache ich das. Und ich habe nur 3 Stunden Zeit. Wahrscheinlich der letzte Part, den ich hier heute aufnehme. Wenn ich auch die Dinger hier abgeschlossen kriege, 5 Geschütze, 10 Geschütze zerstören. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch am Schiff Geschütze meinen, aber oder ob die diese stationären Dinger meinen, die auf mich ballern, was also die zählen auf jeden Fall als Geschütze, nehme ich an, und ich kann keine Bomber spielen. Was hat das zu bedeuten? Ihre improvisierten Feldgeneratoren haben keine richtigen Schilde. Nutzt ihre Schwachstellen aus. Oh. Dreck. Oh, alles lila, ey. Soll ich denn das, wie soll ich denn dagegen anschnoppen, ey? So, das ist ein alt. Okay. Okay. Der irgendwo Geschütze. Boah, und jedes Mal, ich guck auf das Ding, ne? Okay. Sie tun mir meistens leid. Meistens. So, mach ich, weiß nicht, Raketen und das Dingen. Alles klar, das ist besser. Über 2 offensive Sachen hier. Wir verdingen doch. Boah. Wow. Was ist das? Okay, kümmern wir uns eben um die Kreuzer. Um die Leute hier. Die mir auf die Nerven gehen. Ich komme ja nicht zu irgendwas. Ah, reingelegt. Ding ist euch mal kaputt gegangen, will sie mich auf den Arm nehmen. Ja, mach mal das. Habe ich mehr passive Sachen drauf. Die geben mir auch extra jetzt Karten. So, Maps, nicht Karten. Wo ich jetzt nicht irgendwie. Boah. Wo ich keine Geschütze und so hab. Da. Ist da irgendwas? Ja, warte mal. Zählt das als Geschütz? Mein Schiff fällt langsam auseinander. Ja. Weiß nicht, war jetzt ein Geschütz? Weil wir waren sowieso am Verlieren, also. Wir gewinnen oder verlieren, ist mir egal, solange ich noch Herausforderungen habe. Meine Herausforderungen, meine persönlichen Erfolge, die sind wichtiger. Teobi. General Toaster 1. Nicht 2 oder 3, nein, 1. Da war Geschütze zerstören, also nehme ich mal an, das zählt. Was sind alles so Sachen für Heldenschiffe? Ich werde nie Heldenschiffe spielen, also werde ich nie diese Meilensteine bekommen. Dreck. Da hier sind Geschütze. Nicht mehr verlieren und die Zeit bis zur Zielversammlung ist verkürzt. Und es hält zusätzlichen Schaden. Ah.
Okay. Gilt das auch bei Geschützen? Ich will ja nur fragen. So, hier sind Geschütze, glaube ich. So, ich tue auf alles schießen, was mir auf den Nerven geht. Du. Was? Boah, Boxer, Deutsch. Nimm mal Bomber. Ja, dann kümmern sich schon um das Ding, ja. Oh, wir werden dezimiert hier, merke ich gerade. Du, fahr fest, er sich. Bombenangriff. Nein. Gute Arbeit. Unsere Y-Flügel. Graziös. Alles klar, Leute. Bringen wir's hinter uns. Wir kommen niemals durch, solange diese imperialen Kreuzer noch da sind. Oh mein Gott. Ab. Ah. Unsere Blockadebrecher sind da. Haltet ihnen die imperialen Einheiten vom Leib, dann werden sie für beträchtliche Moin, mal wenn ich gerade meine Rakete abschießen will. Hey. Gibt's doch jetzt einfach nicht. Lass mich doch mal meinen Erfolg mal in eure Mission, interessiert mich doch gar nicht. Alles klar, Leute, bringt es hinter uns. Oh, verpiss dich. Das ist unser Spawn-Punkt hier. Ist das schon platt? Verpiss dich. Ja, ich werde leider nie erfahren, was dann passieren wird. Na, ja, wir haben nur einen. Boah. Oh, oh nee. Ah. Warum klingt jeder Admiral oder wer auch immer mir da gerade Befehle gibt, irgendwie wie Darth Vader? Verstehe nicht. Guck mal, 3500 Punkte, aber das höchste. Immer schon, wie schlecht das war. Hilfe für das Team. 250 Gegner besiegen. Geil. Sich Gegner mit Bomber besiegen. Sternjäger Karten, Credits, Herstellungsteile. Bomber Arsch. 500 Gegner besiegen. Was ist hier los? Boah. Wir hatten nur so viele werden, ne? Ja, ich habe Bock, Geschütze kaputt. Ich bin sehr simpel gestrickt, ja, ich weiß. Von der Macht. Ja, verdammt. Bringt mir das doch gar nichts, mit dem Bomber hier rumzufliegen. Was da? Ach ja, ich habe kein Dings. Ja, mit Dings kannst du zielen. Das bringt mir zwar natürlich nichts, da ich ja voll weit entfernt bin von jedem. Aber gut zu wissen, ich will sowieso kein Dings spielen. Wir müssen die Leute abfangen, also Abfangjäger. Ja. Und
Ja, schon wieder sehr böse, dass hier keine Geschütze gibt. Boah. Toll. Wieso hat der für mich nicht gezählt? Ich habe auf den geballert wie blöd. Okay, nicht von vorne. Wie soll ich ihn jemals hier 3000 Punkte bekommen, um die Dingens hier, um die Helden spielen zu können? Das verstehe ich nicht. Wenn ich da mal 3000 Punkte habe, dann sind die auch schon längst besetzt. Du, verpisst er sich. Hi, na. Alter! Will ich auf den Arm nehmen? Ja, und jetzt war er auf mich. Geil. Hey, was ist das für eine? Ich habe da auf den voll drauf geballert, wie blöde. Ja, die werden die Runde nicht gewinnen. Oh, beide Kreuzer sind eliminiert. Wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln. Boah, kann ich mal irgendwas machen? Ja. Also, was müssen wir denn danach machen? Start. Boah, warum kriege ich den Kill nicht? Die Schildgeneratoren müssen geschützt werden. Boah, ey. Junge. Ich kann dieses Anmanövrieren nicht, ey. Ich will mal so viel Schaden wie möglich rausholen. Dann kann ich nicht rechtzeitig abwenden. So ein Dreck, ey. Kannst du auch gar nicht spielen, ey. Alter. Jetzt nicht mehr. Oh. Wieso kriege ich ja eigentlich keinen einzigen Kill? Ich habe ja schon so viele Raketen und so abgeschossen, ne? Mein Gott, er hat mal anvisiert, was ich anvisiert haben wollte. War ich das? Nein. Das dürfte sie beträchtlich ausbremsen. What? Wie ein Schiff. Schon ein bisschen genauer sein, Kollege. Boah. Oh, kann mir mal jemand hier einen übrig lassen? Ich komme jetzt so gar nichts. Muss das Ding dann unten wieder, ne? Und weg. Die Rebellen haben einen Schildgenerator zerstört. Wenn das Ding wieder rauskommt. Mir wird hier alles weggekillt, ey. Ich komme nicht dazu, irgendwas zu killen. Ich dazu die anzuvisieren mit den Dingern, den habe ich überlebt. Okay, in der Richtung von einer kurzzeitig feindliche Zielerfassung. Ah, okay, boah, so den habe ich eliminiert. Die müssen das Ding hier. Oh Gott, die müssen die Dinger wieder kaputt hauen. Da ist die Maximalgeschwindigkeit von dem Teil. So, wer? Wer?
Wer hat das gesagt? Warst du das, Gott? Ein weiterer Schildgenerator wurde deaktiviert. Ja, verdammt, der Dreck. Aha. Wir gewinnen wir? Nö. Oh. Ja, du stehst auf Rache. Oh. Wieso tut sich meine E-Fähigkeit manchmal nicht erklären? Irgendwie dann seid ihr in der Aktivität nicht. Das ist auch einer von diesen berüchtigten Bugs von Ninja. Ah. Oh. Okay. Der Verteidiger. Fehler ausgeführt. Könnt ihr mir mal die eine Herausforderung jetzt zeigen? Auf Ende von der unbekannten Regierung. Ah, okay. Bombe Arsch. Da, warum wird mir das angezeigt, wenn mir das schon angezeigt wird? Das ist ja irgendwie nicht nötig. Ich will über die andere Dingens hier sehen, wo steht, wie viel Geschütze ich hier noch kaputt ballern muss. Der Todesstern ist weg, aber die imperiale Flotte darf nicht entkommen. Okay. Ja, gut, wenn ich immer wüsste, schon was am Anfang hier gemacht wird, damit ich auch weiß, welche ich am Anfang hier nehmen muss. Ob ich jetzt hier was kaputt hauen muss oder. Ne. Verteidigt unsere Blockade. Beschützen müssen wir. Schlagt ihren Angriff zurück. Keine Sorge, wir passen schon auf. Ah, alles konkret. Soll vielleicht nicht sofort nach vorne fliegen. Alles klar. Genau wie geplant. Wir sind keine Geschütze. Ja. Ja, mach mal so. Jetzt sorgen wir mal für Wirbel. Okay, merken, das eine sorgt dafür, die Gegner mehr Schaden bekommen. Was? Ich hab doch alles in den reingeballert, Mann. Das Spiel am Lecken oder was mache ich hier? Ah. Ja. Tai 1776, der ist bestimmt voll gut im Tai Fighter fliegen. Bomber, der schnappe ich mir. Wir haben einen Blockadebrecher zerstört. Meine Tragfläche ist hinüber. Bin ich auf einen Army? Boah, das ist voll am Liegen. Da bin ich mir noch ein. So. Wir haben diese Teilbomber daran gehindert, ihren Angriff. Ich hab die daran gehindert. Ein anderer hat den ersten erledigt, aber ich war die anderen beiden. So was von. Hey, Tai 1776, was geht? Oh Gott! Ist das peinlich? Wie schnell? Du bist schon immer so schnell. Ich müssen ja die TIE Fighter am schnellsten sein, ne? Die haben ja gar nichts an Rüstung.
Ja, aber wir sind gut in Führung, würde ich sagen. Pff, das war was, wäre ich das gewesen. Vielleicht war ich das auch. Ah. Wollte eine gute Ausweichrolle machen, aber ging nicht. Halt. Ich warte. Obwohl, eigentlich, wir müssen doch jetzt erledigen hier. Ein paar Leute. Dreck. Ja. Aber mit den Geschützen wird nichts heute. Ist auch kein Bock, zwei Parts hintereinander, aber nur für das hier zu machen. Mein Gott, ohne Bus ist das Ding schon schnell. Was ist das? Danke. Oh. Könnt ihr euch nicht um eure Sachen kümmern? War gerade den Typen, wir haben erledigen. Welche Dinge tut ihr denn am liebsten fliegen? Ich finde den Abfangjäger gut. Eigentlich finde ich den Bomber auch gut. Und mit dem erhöhten Schaden von dem Teil habe ich das Ding hier besser im Moment. Fangt die Teiljäger ab. Sie dürfen unsere Minen nicht räumen. Boah. Also geholfen, sehr gut. Nenne Gegner, ich sehe nichts. Folgen die mich alle? Alle hinter mir, deswegen sehe ich die nicht. Ja, 12 Kills. Sie haben eine unserer Minen eliminiert. Können Sie es wagen? Kann ich nicht reparieren. Ihre Teilbombe setzt unseren Streitkräften zu. Sie müssen aufgehalten werden. Ja. Läuft, 14 Kills. Persönlicher Rekord. Ja. Skywalker, Jim. Ich werde doch nie genug Punkte für die blöden Helden hier bekommen, ey. So also wie im anderen Spielmodus. So, was machst du eigentlich hier so nah bei uns? Boah. 3000 was verliebt Dinger, ey. 2000 für einen. Gib mir ein Ziel. Ich irgendwie eine Fähigkeit haben, die mir jede Sekunde 10 Punkte oder irgendwie so gibt, ey. Wir haben eine Welle von Teilbomben zerstört. Da sind aber noch welche. Noch einer übrig, ich glaube ja. Imperialer Sternenzerstörer nähert sich. Geh weg von dem Solo. Der ist Single. Oh Gott. Den habe ich zersägt. Verteidigt die Sensormatrix gegen imperiale Streitkräfte. Ja. Immer ein paar mehr Punkte bekommen. Luke Skywalker verfügbar, ja damit. Keine Ahnung, was der alles kann. Ich glaube, das eine ist anvisieren. Oh, ich muss so viele Kills wie möglich mit denen raushauen. Das sind super schnelle Raketen, so wie ich das sehe. Ihr wollt alle auf mich losgehen? Verpisst euch.
ein paar Kills rausholen mit den Helden, wenn ich die schon spiele. Ich konzentriere mich hier gar nicht auf den Einsatz hier, hallo. Ich gehe auf die einzelnen Leute hier los. Wo sind die alle? Da schießen welche auf mich, glaube ich. Oh, geh weg von mir. Wo sind die ganzen Gegner jetzt auf einmal? Oh. Noch mal, gerade so am Loslegen. Ey. Kann nicht sein. Noch eine Runde. Eine Runde können wir, glaube ich, noch. Das war die beste Runde, die ich bisher hatte. Endlich mal Luke Skywalker wieder gespielt. Und halbwegs was davon gehabt. Ich habe das erste Mal, als ich ihn gespielt habe. Eine Killserie mit einem Heldenschiff der hellen Seite erzielen. Cool. Ja, dem Feind. Großer Dienst. Mach den Weg zu dem Mon Calamari Kreuzer frei. Die Rebellen werden büßen. Okay, wir müssen irgendwas erledigen, glaube ich, jetzt. Als erstes. Könnte ich vielleicht mal upgraden, das Ding. Hat auch. Aber da muss ich, glaube ich, irgendwie auch Level so und so sein, oder weiß ich nicht. Ich muss immer noch meine blöden Dinger hier. Nicht das Ding. Und das geht mir so auf den Nerven. Ich guck gerade auf das Ding drauf. Und das blöde Teil tut verdammt noch mal was anderes anvisieren. Irgendwie ein Kilometer weit entfernt ist. Na. Ja, komm mir schön entgegen. Zerstört ihre Blockadebrecher. Macht den Weg frei. Wir machen den Weg frei. Irgendwie hält mich hier niemand auf gerade. Danke. So bedanke ich mich. Ich halte dir den Rücken frei. So. Das ist sehr nett von dir, danke. Warum ist einer auf? Ich hatte mich nicht gesehen. War da jemand gefurzt? Hör nur so. Ey, du. Ey, du. Das bin so was von ich. Bei dir am Rumbein, ey. Aha. Ah, das Ding ist trotzdem kaputt. Was machst du jetzt? Wow, wir sind nur zu fünft. Und die sind zu neun. Ich habe null Kills. Ich bin auf dem zweiten Platz. Der eine bekommt ständig Punkte, was? Direkt. Ich baller schön gemütlich auf das Ding.
ist das? Trotzdem noch reingeballert. Was machst du jetzt? Ich werde die Runde schaffen, wenn man nur 5 sind. Oh Gott, ich kaum gesehen, das Ding. Wenn ich drunter geflogen bin. Meiner. Oh, Skywalker, oder? Wie ist der nur so? Der hieß nur so. Mich aber auch niemand aufhält, ne? Ah, das Ding ist sowieso gleich kaputt. Damn. Hm, Darth Vader, komm. Wer ist besser in Vaders Haus als ich? Wie kein Thema. Kann nicht mehr verloren werden, also okay. Was geht, na? Booster aktiviert. Was? Was ist denn jetzt passiert? Boah. Jetzt kommt das Thema. Was war das denn jetzt, ey? Ist da gerade jemand direkt bei uns aufgetaucht, wenn sie mich auf den Arm nehmen? War der Poe Dameron. Der mich gerade auch erledigt, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Mann, ey. Ich war mit einem Schuss weg, was war das? Da war Luke Skywalker super Schuss, oder was auch immer das war. Boah, dreht mich auf, ey. Alter! Ey. Komm schon, wir kommen hier gar nicht raus, weil die ganze Zeit hier an unseren Dingen sind, ey. Pizza, hört auf damit. Eliminiert die Minen, damit wir mit unserem Angriff beginnen können. Also die. Ah, ein Schuss. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich die Kiste in der Luft halten kann. Ah. Wie viel AP hier haben? Das sind doch Helden, oder? 89% erst. Gucken die immer noch hier? Ich glaube, ich mein Ding aktivieren. Ja, oh Gott. Dieses Gebiet ist voller Minen der Rebellen, Freunde. Danke, Freund. Feindliche Rakete des Mond auf Ziel. Okay. Ich sterbe lieber als den Rebellen einen Kill zu geben. Nee, ich will's mal anders überlegt. Nee, doch nicht. Ach Mann. Aber meine Raketen sind noch reingeflogen, glaube ich. Was ist das hier? Was ist das? Ein Verso. Ah. Ja, die hat auch ihr eigenes Thema. Feuer, Feuer. Irgendwie wird das nichts. Ich kann nicht sehen, was da unten steht. Wie ich die andere Fähigkeit einsetze. Zwei, super. War bestimmt voll nützlich. Das ist außerhalb des Bildschirms gewesen.
Du. Oh, ich finde das gut, das ist ein Effekt. Wenn die seismische Bombe kommt, der Ton dann auf einmal weg ist. Ja, das ist irgendwie hoffnungslos. Sind wir immer noch? Ja, wir sind immer noch 5. Boah. Ja, besser halt auch von der Komma. Ach, wir sind schon dezimiert. Wir sind 5 gegen 8 oder 9. Oh. Ich hört irgendwas. Ich kann mich jemand an, ich bin gerade erst gespawnt, ey. Da müsste ja jemand hinter mir gewesen sein. 4000 Punkte habe ich. Finde ich kacke, wenn ich irgendwie endlich mal einen Helden steuern kann oder einen Schurken. Und ich komme nicht dazu, weil ich schon direkt feige. Das war also das gegnerische Team, glaube ich. Keine Ahnung. Ist auch egal. Jetzt gehörst du mir. Einfach nur verwenden, alles klar. Tschüss. Nämlich hatte ich mir irgendwie ein Dings. Ja. Boah, was ist das denn? Es ist. Okay, auf 2 ist eigentlich nicht so doof, weil es direkt über W. Aber trotzdem ist immer so ungewohnt. Du hast Q, E, F und dann 2. So komisch, ey. Muss ich auch irgendwie was, wo ich brauche die Maus für alles andere. Fürs Rollen. Was ehrlich gesagt sehr effektiv ist. Oh, freigeschaltet, echt. Ja, daraus wird nichts. So Gefühl. Was für eine Belohnung habe ich freigeschaltet? Sterniger, immer noch nichts. Boah, guck die Stadt deine an, ey. Ich hab Geld. Lass mal wieder sterniger Kisten kaufen. Oh, 5 Stück. Wegen der Boss mit aktivierter Raumfläche verlängert sich die Dauer. Ja, geil. Also Sachen, mit denen man killt, ey. Primärwaffenschaden. Nein. Was ist das hier? Erhöht die Wendigkeit von seinen Dingen. Verlängert die Zeit, die Gegner für eine Raketenabfassung. Okay. Nee. Dreck. Da können wir noch ein paar Sachen hier aufballern. Einfach nur ob zu lachen. Was mache ich jetzt mit denen? Ach so, das ist so wie AT-AT, glaube ich. So, was haben wir hier? Erhöht die Gesamtgesundheit des Sternigers. Warum kann ich das nicht upgraden? Voll Bomber kann Stufe 5. Ja, da kann ich auch nichts machen. Müsste ich die ja alle kaufen, könnte ich da theoretisch. Warte mal, 40, 80, 120. Könnte ich mir leisten. Aber was habe ich davon? In die Gesamtgesundheit des Sternigers. Ich weiß nicht, um wie viel. Primärwaffenschaden. Gesundheitsregeneration. Das hat ja nicht jeder Bomber. Doppelten Torpedoschaden. Das sind alles richtig gute Sachen eigentlich.
Dauer Raketen Zielerfassung verbesserte Zielerfassung des Gegners. Ach so, wollte schon sagen, der Gegner kann mich besser anziehen. Aber keine Ahnung, das war das war. Sonst ist hier nichts erwähnenswertes, glaube ich. Und noch einige Sachen nicht auf Level 5 oder so gebracht. Mindestens gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Lass die Herausforderungen jetzt einfach so stehen. Ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Let's Play Star Wars Battlefront 2. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas. Das würde sehr helfen. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.